Let's go. Also entweder haben wir jetzt ultra viel zu viel Nägel dabei oder zu wenig. Alter, was sind das für Geräusche? Ich glaube, man ist bestimmt neu reingepatcht worden. Hier ist eine Straße, das ist bestimmt so Patrouillenstraße, oder? Mhm. Muss mal aufpassen. Gehen wir weiter noch. Ah, es ist eh noch 300 ja. Meter bis zu dem, wo wir wollten. Ich sag schon, wenn du was hörst. Hier drauf bauen wir. Alter. Komplett umzingelt von Straßen. Gut, da kann ich wenigstens immer aus deiner Base die NPCs absnipen, wenn sie vorbeilaufen. Wahrscheinlich ist so ein Backup. Guck mal hier oder so, das ist mir relativ geschützt. Ja. Wir sind relativ nah beim Trader, relativ weit weg von jedem Spawn. Gut, was teilweise auch gut ist, weil die Fremden können wahrscheinlich nicht hier drin spawnen, also in unserer Base. Ja, an sich finde ich es ja schon ziemlich nice. Basis, Holzbretter. Wir brauchen erstmal so ein Landbesetzen-Schild. Also 4 Holzbretter. Okay, Materialien, Holzbretter. Dafür brauchen wir Holzbalken und da hackt er schon. Ja. Kann man die wegmachen oder bleiben die? Boah, keine Ahnung. Also muss ich jedes Mal klicken, kann ich nicht einfach drauf bleiben. Ja, Mann. Mann, diese Mouse Rage Games, Alter. Ich muss schon wieder ein bisschen woanders hinkommen, sonst ist ja nix. So, ich craft jetzt mal Holzbalken. Ich jedes Mal die Säge dann weg, oder was? Alter, ich brauch jedes Mal Säge. Holzbretter, Säge, Sperrholz. So, ich kann jetzt ein Landbesetzen-Schild craften. Okay. Wie hast du die Holzbretter gemacht? Du musst auf Material gehen und dann Holz brauchst du 2 Holzbalken und eine Säge. So, wo ist das Schild? Ach, Materialien. Verwenden. Ah, okay. Jetzt, okay, siehst du das, was, wie groß das hier ist? Nee, ich sehe nichts. Ist gut. Ich setze es, wo soll ich es hinsetzen? Hier in den Baum. In den Baum rein, dass es niemand wegnehmen kann. Kann ich es im Boden setzen? Obwohl, ich glaube, das muss innerhalb unserer Base sein, oder? Ja, das, wo ist innerhalb unserer Base? Hier ist innerhalb unserer Base. Ich will nur nicht, dass es uns nachher mies im Weg steht, aber es wird eh im Weg stehen, wenn so scheiß Bäume uns im Weg stehen. Ja. Also stelle ich es mal hier in die Mitte, oder? Ja, ich glaube fast schon, oder? So, ich ist ein roten Kreis außenrum, also wir haben gut Platz hier dann zum Bauen. Ah, okay. Ich setze es mal in den Baum hier rein. Ja. Ich glaube, das sieht man wahrscheinlich dann eh nicht. F erstellen. Also, ich habe es genau hinter das Ding gestellt. Egal, passt doch. Okay. Es wäre nice, wenn man die Bäume ein bisschen wegmachen könnte. Alter. Ja, Mann. Holzbalken hast du, wenn du das Holz machst. Dann machst du es zu Holzbrettern. Okay. Holzbretter. Ne, dann kannst du noch Balken machen. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Sollen wir also erstmal brauchen wir Gerüst groß, eine Öffnung. Holy shit, Alter. Holzbretter. Holzbretter, Gerüst. Sollen wir es in Gerüst groß nehmen? Ja, ich glaube, es ist ein Gerüst groß. Dann brauchen wir 24 Balken, 12 Holzbretter, 48 Nägel und Hammer. Ich habe schon 10 Holzbretter. Holzbalken. Holzbretter, 10. Also machst du noch 2 und ich mach Holzbalken. Ich mach Holzbretter. Nee, hab ich jetzt gerade schon. Ja, wir brauchen 2 Holzbretter für einen Balken. Also mach du mal die 2 Holz... Also mach einfach mal Holzbretter. Ja, okay. Jetzt auch gesagt. Erstmal Holzbretter. Ich hab überlegt, ob wir eine kleine Kiste hinstellen sollen, dass ich da alles in die Kiste reinsetzen kann. Was braucht man für eine Holzbretter? Was braucht man da? Blech?
fett mal das ganze Holz hier mal dahin. Ich mach gleich Balken. 12 Bretter brauchen wir. Wie viele Balken? Vier Holzbalken. Hast du abgezählt oder was? Nee, einfach mal gemacht. Also warte, mich drop mal. 4, 4, 4. Die brauchen wir. Die, was jetzt da liegen, die brauchen wir quasi. Also auch als Bretter. Okay, und jetzt machen wir nur noch Balken, oder wie? Okay, genau, jetzt machen wir nur noch Balken. Hey, bauen wir da so einen Riesenbunker hin. Ja, wahrscheinlich. So, Balken. Aber wir können Holzkiste, brauchen wir Blech dafür, gell? Oder gibt's dann irgendwie was Kleineres? Ein Lager bei Blech. Oh, keine Ahnung. Blech. Hab ich schon mal Blech gesehen? Ja, wahrscheinlich. Ja, aber doch. Es gibt schon überall Blech. Ah doch, na, eine Kiste. 4 Holzbretter und 8 Nägel. Also lass uns mal das bauen, ne? Das wäre interessant, kann man so eine Kiste schon abschließen oder muss man die Base noch abschließen? Ich muss die Base abschließen, bevor ich die Kiste hin verwenden. Soll ich die mal direkt hinter das Schild hinsetzen? Jo. Nice. Öffnen. So, Balken rein. Die Bretter noch rein. 12 Bretter brauchen wir, gell? Ja. Und dann brauchen wir noch Sperrholz. Was? Ich glaube, wir brauchen noch Holzbretter, Säge. Naja, für die Bodenfläche. Jetzt machen wir erstmal den scheiß Rahmen, oder? Ich glaube, wir haben... keine Ahnung. Größte Base der Welt. Das Gute ist, uns wird Holz nicht ausgehen. Ja, man, ist echt so. Alter, ich hab so das Gefühl, die Kiste wird uns nicht weit reichen. Mach mal den zweiten nebendran. Alter, meine wird irgendwie immer schneller beim Hacken. Vielleicht kann er das improven. Ah, ich hoffe, das Schild kann niemand wegmachen. Nicht, dass einer dann einfach das Schild wegmacht und sagt, Alter, ist jetzt mein Tüftel. Das wäre brutal witzig. Wie wir es bei DayZ gemacht haben mit dem Zelt. Ah, ich hab einfach ein Schloss für das Zelt gebaut. Wie der Bastard-Move, Alter. Das ist doch mega witzig. Alter, was knuspert da so? Muss man das alles... Nee, kann man das aus der Kiste raus craften? Schmatschst du in meinem Ohr? Nee. Alles mega, die die komischen Geräusche, Alter. Macht mir ein bisschen Angst. Gerüst groß mit einer Öffnung. Oder sollen wir zwei Öffnungen machen? Gut, an vier Öffnungen. Ne, vier Öffnungen, ich glaub, kacke. Da hätten wir halt zwei Türen dann. Dann brauchen wir auch zwei Schlösser. Ja, wir können nur an eine Seite rein. Also machen wir eine Öffnung erstmal. Ja. Okay, muss ich jetzt alles ins Inventar nehmen, oder was? Nee, alles auf den Boden schmeißen und dann craften. Ich muss auf den Boden schmeißen, aus der Kiste raus geht nicht. Ja. Okay, okay, okay. Ich pack mal das Essen und Trinken rein. Das kann ich auch mal machen. Die Lappen. So. Gerüst groß, eine Öffnung. Was ist Gerüst groß, keine Öffnung? Alter, craft. Obwohl, warte mal. Kann ich es abbrechen? Ja. Bin gerade überlegen. Ich glaube, das mit der Öffnung, das brauchst du nur, wenn du, ich weiß nicht, Gerüst an Gerüst zusammenbaust.
Weißt du, ich meine, wenn du zwei von diesen Gerüst groß aneinander setzt, dann musst du quasi Öffnung an Öffnung setzen, denke ich. Was soll ich mal ohne Öffnung machen? Immer was. Basis. Was gibt's denn da für Kleidungen? Es gibt Wand, Eckwand, Eckwand, Wand mit Tür, Wand mit Tür und Schloss, Wand mit Tor. Ah doch, wir brauchen die Öffnung für die Tür. Okay, also mache ich Gerüst groß eine Öffnung. Ja. Okay, dann gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Jetzt klaue ich mir so die Bretter weg. Nee, ich hab die reingelegt. Ich bin ja fleißiger Lumberjack. Verwenden. Oha, Alter. Haben wir übertrieben. Ich keine Ahnung, du siehst nicht, gell? Nee. Haus einfach irgendwie hin, wird schon passen. Hauptsache, wir kommen halt rein mit dem Eingang. Das ist das Wichtigste. Ah, shit. Weil wir haben ja gar nicht so viel Spielraum. Ja, dann haben wir jetzt irgendwie rein, wir kommen da schon rein. Ich kann schnell eine Treppe oder sowas hinbauen. Ja, wird schon passen, aber es sieht cool aus. Alter. Schon ein Riesenstall. Guck mal, das ist perfekt. Das Schild ist genau nicht drin. Alter, ich rasch ja, aus. Was? Ja, und jetzt? Hä, warum ist hier so viel Scheiße übrig? Jetzt brauchen wir... Müssen wir jetzt... Leben wir dann da oben drauf, oder? Nee. Weiß ich mein, oder sind wir hier unten drin? Ich glaub, wir haben richtig übertrieben mit dem Ding. Ich kann's zerlegen. Soll ich's nochmal zerlegen, dass wir das Schild wenigstens drin haben? Ja, zerleg's mal nochmal. Objekt ist halt. Blockiert. Geh mal weg. Wo bist du? Ganz weg, hier hinten. Ne, ich kann's nicht mehr zerlegen. RIP, Alter. Ganz nicht... Alter. Okay, dann... Jetzt wird das Schild extra ein... Alter. Ja, und das verstehe ich jetzt nicht. Ist das das Fundament? Nein, das ist die Base. Und jetzt kommen die Wandplatten an dran. Ja, aber sind wir hier... ist... Alter. Ah, das ist die eine Öffnung hier. Das hier ist die eine Öffnung. Ja. Alter. Oh, shit, Alter. Warte, wir können aber jetzt so eine Treppe bauen, dass wir da oben, dass das unser Fundament des Daches ist. Weißt du, ich meine? Theoretisch, ja. Sollen wir das machen? Das ist doch voll fett, Alter. Das kostet so eine Leiter. Oder ist das krank, Alter? Ein Sperrholz 2, Holzbretter 4, Balken 1. Wir checken das jetzt mal ab, Alter. Ja, aber ich baue mal jetzt auch gleich mal so eine Wand, wo man die da hinfetzen kann. Zweimal Sperrholz. Sperrholz, ich brauche dich. Sperrholz. Wir haben richtig übertrieben mit dem. Alter, wir haben richtig übertrieben, Alter. Aber das ist übel das Boss-Ding, Alter. Wenn das so rausgeht, dann haben wir richtig abgecheckt, Alter. Ja, Mann. Craft Treppe. Ich hoffe, das funktioniert so, wie wir uns das vorstellen. Dann können wir noch so einen Zaun außenrum machen. Und dann oben runter natzen. Ja, genau. So kleine Mimosen. So, wo ist jetzt unser Eingang? Ja, das Holy große shit, Ding. Alter. Verwenden. Okay. Guck mal, siehst es nicht, gell? Alter, das ist komisch. Hier, dass man hier so hochlaufen kann. Von hier die Treppe auf das mittlere Geschoss, soll man so machen. Das ist eigentlich ein bisschen halt komisch. Ja. Ich glaube, das hat reingeschissen mit der Öffnung, Alter. Oder wir gehen von innen hoch. Ich bin von innen, glaube auch hoch. Dann machen wir außen zu. Okay, ich check das mal ab. Ja. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin auch gerade schon dabei, eine Wand mal zu craften. Guck mal, dass wir hier so dann hoch können auf das Stockwerk. Ja. Müssen wir abchecken. Bisschen komisch. Dann machen wir hier dann den Boden hin. Und dann kommt hier so ein ganz großes Tor hin. Und dann mal genau, wir machen außenrum Wände. Und dann noch Zaun außenrum, da sind wir doppelt abgesichert. Also, wir haben es halt gleich wieder richtig übertrieben. Errungenschaft Lumberjack.